In der heutigen 60 Sekunden Review Challenge reden wir über die dritte Folge der ersten Staffel von Gravity Falls. Stan verliert seinen Kopf. In der Folge findet Zeus einen zutapezierten Raum voller Wachsfiguren und Stan riecht die perfekte Gelegenheit, sein altes Wachsfigurenkabinett wieder zu öffnen, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Währenddessen kreiert Mabel eine Wachsfigur nach Stans Ebenbild und diese Figur wird bei der Wiedereröffnung der Öffentlichkeit präsentiert. Als Marketingstrategie nutzt er Werbeflyer, die gratis Pizza versprechen, die es nicht gibt. Die Meute ist empört und als Reaktion folgt der Mord an Wachsfigur Stan. Die Zwillinge machen sich nun dran, den Fall zu lösen. Damit bekommen wir eine cartoon-gerechte und humorvolle Detektivstory. Wir folgen nun den einen Hinweis nach dem anderen und fangen an, die Verdächtigen auszuschließen und bekommen jedes Mal weirde und funny Momente, die die einzelnen Charaktere beleuchten und somit den Ort Gravity Falls mit Leben füllen. Solche Episoden sind sehr wichtig, wenn wir in späteren Folgen uns nicht nur Sorgen um die Hauptfiguren machen sollen, sondern auch um gesamt Gravity Falls. Das Coole ist, dass der Twist der Folge etwas mit den Wachsfiguren zu tun hat, und zwar leben diese und sind eigentlich eine Mörder. Nun bekommen wir eine coole Actionsequenz gegen den einzig wahren Detektiv Sherlock Holmes, perfekte Mystery-Twist und Pop-Culture-Anspielung für Gravity Falls.